Chuck Wilmots jetzt trifft, dann ist Schalke 04 UEFA-Pokalsieger. Marc Wilmots hat es auf dem Fuß. Der Ball ist freigegeben und er ist drin. Na, habt ihr auch schon wieder Hühnerfell? Jeder Schalker weiß, was er am 21. Mai 1997 gemacht hat, oder? Ich war zu Hause. Da weiß ich natürlich ganz genau. Ich war bei Freunden abends in Mailand. Da, wo der Urschalker hingehört. Sonderzug Gelsenkirchen-Mailand. Der Zug hielt an jeder Milchkanne. Wir sind mit dem Bus gefahren. Abends vorher vom Busbahnhof in Gelsenkirchen aus. Schalke 04 gewinnt den UEFA-Pokal. Unglaubliche Szenen spielen sich jetzt hier ab. Und jeder Schalker hat seine eigene Geschichte, mindestens eine. Und die muss erzählt werden. Und genau darum möchten wir diesen Film machen. Alle Geschichten rund um das Finale. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Rein in den Dom, dauerte ein bisschen, Kerze angemacht, raus, weiter gefeiert. Das war für uns wie so ein Zauber. Ne? Wir waren irgendwie so wie Alice im Wunderland. Wir sind da reingekommen und haben gedacht, das ist das jetzt wirklich wahr. Ne? Wir Schalker jetzt hier in Mailand, Giuseppe Meazza Stadion. Für mich war es völlig unvorstellbar, dass wir da wirklich einen Titel holen. Für mich war klar, Elfmeterschießen und wir sind durch. Ich weiß nur, dass ich mich zwischendurch bei den Elfern verzählt hatte, habe schon ein Tor zu früh gejubelt und habe mich alle doof angeguckt. Er läuft an und Leverlitz! 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 Das wird der definitive Film für die Enkel mit ganz viel königsblauem Herz, aber professionell gemacht. Frank hat die 100 Jahre DVD produziert und fast alle Filme, die im Museum laufen. Und Jörg war 97 als Reporter für Sat1 RAN dabei und hat selbstredend auch den Film zum 10-jährigen Jubiläum der Eurofighter produziert. Wir wollen euer Bestes, eure Geschichten und eure Gefühle. Für mindestens 90 Minuten für das königsblaue Herz, dazu brauchen wir allerdings auch ein bisschen von eurem Geld. Denn Dreh, Schnitt, viele Interviews, all das kostet. Wir starten das Ganze mit einer Riesenparty als Dankeschön für die ersten 500 Unterstützer. An diesem Tag dreht sich alles um den 21.05.97 mit Filmausschnitten, mit Gesprächen und mit einigen der Helden von damals. Und dann werden auch die ersten Interviews gemacht und schon die ersten Geschichten erzählt. War fantastisch. Meine Kinder sagen immer, wenn der Vater fantastisch sagt, dann meint er ganz was Großes. Das war also wirklich fantastisch damals. Wir gucken uns alle unglaublich an, wir jubelten, wir schrien. Ja, und irgendwann brachen meine Tränen aus. Das war irgendwie ganz eigenartig. Das habe ich noch nie so erlebt. Das war eine ganze Stadt im absoluten Rausch- und Glückseligkeitszustand. Das werde ich nie vergessen. Das war unglaublich. Ich habe meinen Söhnen nur in den Arm genommen, die dann rechts abrufen, die ich gerade ausging. Da habe ich gesagt, ihr könnt euren Enkelkindern noch erzählen, ich bin mit dem Opa damals in Mailand gewesen. Ja, das ist Schalke. Und das ist das trage ich hier drin und das ja, ist auch nicht wieder zu löschen. Schalke 04 holt tatsächlich den Pott. Also eins ist klar, ohne euch geht gar nichts. Lest euch also bitte gut durch, was auf dieser Website steht. Wenn die königsblaue Crowd uns nicht genug Geld anvertraut, dann wird dieses Projekt auch nicht realisiert und ihr bekommt im Gegenzug euer Geld wieder zurück. Garantiert. Und wenn es mehr wird, die von drüben haben für ihr Filmprojekt 217.000 eingesammelt, wenn es mehr werden sollte, ist das der Grundstock für unsere nächsten Schalke-Filme. Denn seien wir ehrlich, Schalke-Themen gibt's wie Sand am Meer. Aber San Siro gab's nur einmal. Einmalig und unsterblich.